Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen, hier ist Josi vom Oh Baby Podcast. Und ich bin die Leo, auch vom Oh Baby Podcast. Und wie der Name schon verrät, der Podcast für besseren Sex, es geht um besseren Sex. Aber, laber, um was geht's heute? Es geht um den Samenerguss des Mannes. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Gruß von unserem Sponsor, das ist Erotica. Jetzt spitz mal schön die Ohren. Ear und Erotica ist zusammen Erotica, also E-A-R-O-T-I-C-A. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was damit gemeint ist, nämlich quasi Sex für die Ohren. Unter dem Schlagwort Erotica findet ihr ab sofort erotische Kurzgeschichten, die HörerInnen für ein kurzes Audioabenteuer aus dem Alltag entführen. Und das Geile ist, ihr müsst wahrscheinlich noch nicht einmal ein Abo abschließen oder habt da mehr Kosten bei dem Thema, denn Erotica ist auf den meisten gängigen Streaming-Plattformen im Abo enthalten, zum Beispiel Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music und noch viele mehr. Erotica erzählt Geschichten für Frauen, die sich besser kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln möchten. Also ihr könnt euch zurücklehnen und euch selbst genießen. Für die unterschiedlichen Vorlieben findet ihr Erotica-Hörgeschichten in soft, intensiv und hart. Ich mag hart. Ja, wollte gerade sagen, wir steigen mal mit hart oder Hashtag intensiv ein. Mal gucken. Die hochwertigen Erotica-Stories stammen übrigens meistens aus den Federn von Frauen. Also erotische Kurzgeschichten von Frauen für Frauen. Und wenn ihr sagt, interessiert mich, dann klickt auf den Link in den Shownotes, streamt los und ab geht die erotische Post. Viel Spaß. Wir haben nämlich Zuschriften bekommen, schon häufig in den letzten Monaten, von Männern, die uns gefragt haben, wie viel Sperma ist eigentlich in Anführungszeichen normal, das dabei rauskommt. Männer beschäftigt anscheinend die Frage, wenn sie sehr viel Sperma haben, ob das für Frauen komisch ist oder auch wenn sie sehr, wie sie finden, wenig Sperma produzieren, ob Frauen sich da auch Gedanken drüber machen. Da kommen immer wieder Fragen. Finde ich lustig, weil tatsächlich, so viel sage ich jetzt schon mal vorab, von diesem Hörer-Quickie habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Du? Nee. Doch, weil mir das mal ein Mann gesagt hat sozusagen. Ich habe mal mit einem geschlafen und der hat mir dann danach erzählt, dass er da ganz viele Jahre Probleme mit hatte, dass er so wenig ejakuliert. Weil das in seinen Augen so unmännlich ist. Und er doch so einen großen Schwanz hat oder einen großen Penis. Und er mir erzählt hat, dass manche Frauen ihn schon darauf angesprochen haben, dass er sich nicht so oft einen runterholen soll, weil da so wenig rauskommt. Hm? Und dass er da ganz lange ein ganz großes Problem also mit hatte. Mal, das ist ja ultra unsensibel. Also, ja. Okay, ich bin ein bisschen sprachlos. Und warum sollte sich jemand weniger einen runterholen? Das ist ja wohl bitte jedermanns eigenes Business. Das hat ja auch zwangsläufig gar nichts miteinander zu tun. Also wie gesagt, ich hab mir bis zu dem heutigen Tag da wirklich nicht aktiv Gedanken drüber gemacht. Also es mag schon sein, wenn da mal besonders viel rauskam, dass ich mir dachte, wow, wohin mit der ganzen Schlabber? Aber ich habe noch nie, habe mir da noch nie weiterführende Gedanken gemacht im Sinne von, das ist jetzt aber komisch oder was sagt das jetzt über ihn aus oder auch gar nicht, dass ich ihn darauf ansprechen würde. Weil ich finde, das ist ja auch, da kann man ja im Zweifel gar nicht so viel dafür. Genauso wie feucht eine Frau ist, das ist so. Wahrscheinlich bin ich das sehr sensibel, weil, wie wir wissen, ich ja sehr lange bis zu meinem Vaginallaser eher mit Trockenheit gekämpft habe. Ich glaube, ist es nicht so, ich meine, es kommt natürlich auch wieder aus der guten alten Pornografie, aber ist es nicht so ein Zeichen für Männlichkeit, wenn man so mega weit viel abspritzen kann? Wenn dann so, wenn du halt so ein Glied vor dir hast und es kommt und der stöhnt dann und macht so und dann spritzt da die Fontäne hast raus. Hast du Sex mit Bären? Und dann spritzt sie. Punkt 1. Ich mag es, wenn Männer laut im Bett sind. Punkt 2. Nein, ich hatte noch nie Sex mit Bären. Sorry, ich komme gerade nicht klar. Ja, aber ich finde das schon männlich und ich meine, wenn ich jetzt... Ja, aber findest du das doch unmännlich? Ich finde das irgendwie auch männlich. Wenn jemand, also Beispiel,
Typ, gefällt dir gut, läuft, geile sexuelle Chemie. So, Szenario. Bam, du stehst am Herd, Kleid, er kommt von hinten, zieht dir das Kleid hoch, Slip runter, bangt dich mega hart. Richtig hot und sexy. Mhm. Und dann kommt halt ein bisschen weniger Sperma. Und denkst du dann, oh, das war jetzt aber unmännlich. Noch ein paar Mal so richtig schön auf den Arsch geknallt. Also ich bitte dich. Wen interessiert denn die Menge des Spermas? Ja, es kommt ja auch drauf an. Es kommt ja drauf an, ob er dir ins Gesicht spritzt oder nicht rein. Ja, aber du musst es ja mal von der positiven Seite sehen. Ich meine, wenn der nicht so viel spritzt, dann und es halt im Gesicht oder wo auch immer landet, dann muss er halt auch nicht so viel wegwischen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist, wie wir das oder wie du das aussiehst, ist einfach so ein sehr weiblicher Ansatz. Und wenn man da mal mit Männern drüber redet, vielleicht habe ich zu dem Thema ja ein bisschen die Männer in meinem Umfeld gefragt. Und die haben alle gesagt, dass es männlich ist, viel abzuspritzen. Und also wenn sie weniger abspritzen, ist ihnen so, ja, so, als hätten sie nicht performt. Also nee, tut mir leid. Ich bin, wie wir wissen, bin ich kein Mann, aber ich bin ja auf der, on the receiving end, also auf der Seite, die das Sperma annimmt, im Zweifel. Und ich kann allen Männern, die da jetzt zuhören und sich denken, kommt da zu wenig bei mir raus, nur sagen, who fucking cares? Also wirklich 0, aber wenn man dann in den 0. Bereich, wenn man dann in den Bereich Fruchtbarkeit, das ist ein anderes geht. Thema. Und ich habe das nämlich mal, ihr kennt mich ja, ich habe das nämlich mal recherchiert. Das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. Die Menge des Ejakulats hat nicht etwas damit zu tun, wie fruchtbar ein Mann ist. Das hat mit der Menge und der Potenz der Spermien zu tun, die im Ejakulat vorhanden sind. Das Ejakulat besteht aber nicht nur aus den kleinen Schwimmern, sondern zum Beispiel auch aus Prostatasekret. Also nur weil jemand wenig abspritzt, heißt das nicht, dass dieser Mensch weniger potent oder fruchtbar ist. Wenn man mal über den goldenen Mittelwert spricht, die Fachpresse sagt ja immer, ich finde diese Bezeichnung so lustig, weil ich stelle mir immer vor, wie die das gemessen haben. 1,25 bis 5. Kannst du mal bitte auf den Löffel spritzen? Ja, und so ein Reagenzglas. Also gängig sind 1,25 bis 5 Milliliter. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, hat die Wissenschaft gesagt, es ist ein Viertel bis ein Teelöffel. Jungs, ich viel Spaß beim Zielen. Oder du kannst halt auf eine Fläche drauf spritzen und dann mit dem Teelöffel natürlich abschaben. Das abkratzen. Und ich möchte mal sagen, ich habe wirklich in der Vergangenheit, auf mir ist irgendwie schon sehr viel Sperma gelandet. Auf mir, in mir, keine Ahnung. Natürlich, bei mir auch, ja. Also ich glaube, da waren Dinge dabei, die waren deutlich über einem Teelöffel. Also wirklich deutlich. Mhm. Da hat eine halbe Küchenrolle quasi nicht gereicht, um das wegzuwischen. Und da war aber auch mal nur so ein paar Tropfen, auch alles dabei. Es hat ja auch Vorteile. Also wenn man, so ein Penis ist ja so eine Überraschungskiste. Wenn man jetzt nicht gerade mit der Person in einer langen Beziehung ist und, ja. Du hast ja manchmal, wenn man irgendwie einen One-Night-Stand hat oder einem Typen einen bläst, den man nicht kennt und es kommt zu dieser Situation, wo du weißt, also okay, das landet jetzt entweder in meinem Rachen oder es landet in meinem Gesicht. Und dann kommt ja schon immer so der, okay, wie viel kommt da jetzt raus? Und manchmal ist das so eine Mega-Fontäne, was auch nervig sein kann. Stichpunkt Sperma in den Haaren. Oder man kriegt das irgendwie blöd in den Rachen und in die Luftröhre. Und manchmal ist es halt ein bisschen, es ist halt unterschiedlich. Ja, aber nochmal die Frage wirklich an dich, nicht an die Männer in deinem Umkreis, mit denen du gesprochen hast, sondern an dich, Leo. Findest du es unmännlich, wenn da wenig rauskommt? So ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich Porno ja, geschädigt. Das würde ich aber auch sagen. Zu dem Ding. Und weil ich halt auch so gerne, ich mag es ja so gerne zu sehen, wenn Männer kommen. Also ich mag das ja im Allgemeinen. Ja, das siehst du ja zum Beispiel auch am so Gesicht erotisch. Und so. Ja, aber wenn dann da auch was rauskommt. Also ich guck, wenn Männer kommen und die jetzt nicht gerade in mir drin sind oder ich irgendwie nicht auf diesen Penis gucke, gucke ich wahnsinnig gerne auf dann den Penis. Dann hast du also einen Penis. Spitzfetisch. Sozusagen.
Nein, ich werde ganz bestimmt nie in meinem Leben eine Bukake-Party besuchen, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht Aber Bock wo drauf. ist deiner Meinung nach, fuck, wir hätten eigentlich ein langes Thema dazu machen müssen, wo ist deiner Meinung nach Sperma okay? Also wo kann das landen? Gesicht, Mund, Titten, Vulva, Hügel, ist mir alles wurscht, solange ich es nicht in den Haaren und bitte nicht unbedingt überall im Bett oder so. Also wenn man dann alles waschen muss, das nervt ja, mich. Ja, also bei Haare dir? Ist für mich auch, habe ich gar keinen Bock. Also wirklich gar keinen Bock. Und ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan von Sperma im Gesicht, weil ich habe Wimpern-Extensions. Da ist es wirklich, das ist wirklich ein Geficke, also im wahrsten Sinne des Wortes, muss nicht sein. Und ich habe auch ultraempfindliche Augen, Kontaktlinsen und so weiter und so fort. Bin ich der, also, Ah, okay. nee, bin ich nicht der größte Fan. Also alles so ab Hals bin ich nicht mehr dabei. Alles, was Okay. unterm Hals ist, ist mir recht. Manchmal ist es mir tatsächlich sogar lieber, wenn ein Mann rauszieht und irgendwo anders hin spritzt, auf den Hintern oder so, weil ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres. Sex. Als Wenn wenn du es dann so rausläuft die ganze Zeit. Keine Ahnung, am nächsten Morgen oder halt so ein paar Stunden nach dem Sex dann irgendwie so auf dem Weg zur U-Bahn oder den Weg auf, in irgendein Meeting und dann merkst du so, wie das Zeug dir rausläuft. Das ist echt so. Hattest du mal einen, ich fand das so eine witzige Geschichte, deswegen wollte ich das unbedingt erzählen. Der hat, also ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie One-Night-Stands hatte oder so, Sachen habe ich ja immer mit Kondom verhütet. Und ganz oft ist es ja bei mir zumindest gängig gewesen, dass dann Männerfels oder den Männern, mit denen ich geschlafen habe, fiel es immer relativ schwer, mit Kondom zu kommen. Und dann gegen Ende hin wurde das Kondom abgenommen und er hat sich dann irgendwie zum Orgasmus gewichst oder ich habe ihm zum Orgasmus geblasen. Und deswegen habe ich auch sehr viele Ejakulationen von unterschiedlichen Männern in den letzten Jahren gesehen. Und dann hat der Mann immer so auf Brusthöhe seine andere Hand so hingehalten. Und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, warum, weil der so eine Kraft hatte beim Abspritzen, dass der sich sonst ins Gesicht gedonnert hätte, Quatsch. Das Zeug. Doch, und ich habe ihn dann mal gefragt, ich so, das machst du, weil du es schon mal, und er so, ich habe es mal in die Augen bekommen. Ja, siehst du, das brennt nämlich. Das brennt. Also es gibt total unterschiedliche Mengen, Weiten, gibt bestimmt auch eine Abspritz-Weltmeisterschaft, wer am weitesten kommt, ich habe keine Ahnung. Es gibt so ganz lustigen Fetischporno, wo man so im Hintergrund sieht, dass die eigentlich so mit einer Kanüle noch so fake-mäßig Sperma hingemacht haben und dann werden die Frauen so ist geduscht vom Penis aus. Ich weiß das Schlagwort leider nicht, damit ihr es euch auf YouPorn anschauen könnt, aber gibt's auch. Und ich habe aber auch mal rausgefunden, das gute alte Recherche-Internet, dass es tatsächlich schon nicht gesund ist, wenn man zu wenig abspritzt. Ja, aber trotzdem, also wenn ich möchte ganz da wenig nochmal, Sperma ich möchte, rauskommt. Das ist mir schon echt ein Anliegen, weil ich möchte nicht, dass jetzt die Männer, die da draußen sitzen, bei denen halt nicht so viel rauskommt, dass die sich ja jetzt da total grämen und schlecht fühlen. Das hat so viele, die Spermamenge, das wird von so vielen Dingen beeinflusst. Es nimmt zum Beispiel im Alter ab, das hat auch einfach was mit Genetik, dem Hormonhaushalt zu tun, auch damit, wie fettig man ist, also ob man auch Übergewicht hat und ja, so, das wollte wie ich ja viel gerade Alkohol sagen. man trinkt, ob man raucht, bla bla bla, ob man Medikamente nimmt und so weiter. Ja, und auch, wie viel man wächst. Also je mehr man sich halt einen runterholt, desto weniger wird dann die Flüssigkeit auch irgendwann. Aber trotzdem, also wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum auffällig wenig ist, dann sollte man das schon mal checken lassen. Aber trotzdem will ich nicht, dass jetzt Typen, die halt einfach wo ein bisschen weniger kommt, dass die sich jetzt irgendwie unmännlich fühlen oder so. Nee, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber wenn es so ist und das einfach, ja, irgendwas mit der Prostata und dem Beckenboden zu tun hat und man dann irgendwie da in die Früherkennung kommt. Und ich finde schon, dass die Männer, die ich getroffen habe, wenn es irgendwelche medizinischen Probleme im Intimbereich gibt, nie zum Arzt gegangen sind und nie sich irgendwie mal irgendwie medizinisch, weil es so peinlich ist oder was auch immer. Und das, ich finde, die Aufklärung ist da halt wichtig zu sagen, ja, es ist egal, wie viel ihr kommt und es gibt bestimmt Frauen, die was Präferenzen haben oder so. Aber wenn es halt auffällig ist, dann muss man sich es leider angucken lassen. Ja, also sagen wir mal, wenn das einfach über einen langen Zeitraum eben gefühlt weniger ist als dieser Viertel Teelöffel oder wenn sich das zum Beispiel auch relativ schnell verändert oder so. Also dass man immer wahnsinnig viel gekommen ist und dann ist es auf einmal relativ wenig. Keine Angst vor dem Arzt.
Geht zum Urologen. Aber trotzdem, also. Und zu viel Wichsen, gibt es zu viel Wichsen? Es gibt ja lustige Studien aus Australien, dass häufiges sich einen runterholen, die also Prostatakrebs reduziert Klar, also tatsächlich. ich bin auch totaler Fan. Macht's euch, wenn ihr mehr Bock habt. Und wie gesagt, ich bin da ehrlich Macht euch. gesagt, ich sehe das durchaus positiv. Auch wenn ich mit einem Mann schlafe, der sich an dem Tag halt einen runtergeholt hat. Win-win. Also erstens kommt er dann vielleicht nicht so schnell. Das bedeutet, man kann halt länger Sex haben. Und ich ertrinke halt auch nicht in Sperma. Also ich meine, ich würde nie jemanden dafür verurteilen oder das komisch finden oder irgendwas. Wenn da jetzt so ein ganzer See auf mir landet, dann ist es halt so. Wischt man halt weg und dann ist auch gut. Ich bin aber, fände es aber auch nicht schlimm, wenn der, wie gesagt, an dem Tag sich einen runtergeholt hat und da halt vielleicht nur ein bisschen was kommt, dass man dann, vor allem wenn man bläst. Ja, Aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt mit hast dem. du zum Es klingelt Beispiel, am Zäpfchen. das Gefühl, dass Ernährung wirklich auf den Geschmack einen krassen Einfluss hat? Nein, also ich finde, das schmeckt immer so säuerlich einfach. Also was ich eklig tatsächlich finde, ist, wenn ein Typ, das schmeckt man, wenn der viel Alkohol und vor allem Bier getrunken hat. Ich finde, das schmeckt man. Da wird das noch mal bitterer. Kleines Echt? Nee, Würgegeräusch. das ist mir noch nicht auf. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also für mich ist es. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt, sagen wir es mal so, auf den Geschmacksnerven meiner Zunge rumreiche, um zu gucken, was da für Varianten drin sind, sondern es landet dann, wenn ich schlucke, doch relativ schnell in der Also, Speiseröhre. du würdest es dir nicht freiwillig im Restaurant bestellen. Nein. Ja, ab damit. Ab Ja. damit runter. Interessantes Thema. Aber Jungs, macht euch nicht zu viele Sorgen. So. Und ihr seid männlich, egal wie viel da rauskommt. Einfach mal ein bisschen Bäm, härter Hört rangehen. nicht auf mich. Leo hat nicht von allen eine Ahnung, nur weil sie einen Podcast hat. Nee, ich meine, es ist ja jedem Tierchen sein Manierchen, jeder seine Meinung. So. Ich hoffe, wir haben eure dringenden Fragen, liebe Männer, ein bisschen beantwortet und mit mehr oder minder fachlichem Wissen und Erfahrung. Und immer Das her war ja. damit. Her mit euren Fragen. Schickt sie uns auf Instagram, schickt sie uns aufs O-Baby-Handy. Immer her damit. Wir können das, muss ich vielleicht auch mal dazu sagen, wir bekommen hier relativ viele Fragen. Teilweise auch also sehr tiefenpsychologisch. Wir können nicht immer alles beantworten und auch nicht immer alles schlau beantworten, weil wir auch einfach schlau genug sind zu wissen, wo unsere Grenzen sind. Wir kennen uns nicht mit allem aus. Genau, wir sind mehr so die besten Freundinnen, die man vielleicht mal ansprechen kann ohne Judgment. Aber ja, wir sind ja keine ausgebildeten Sexualtherapeuten oder Oder Beziehungs. Mediziner. Ja, oh Gott, hör auf. Aber wenn ihr Fragen habt und wir sie dann wie jetzt in so ein Hörerquickie mit reinnehmen, ist natürlich cool, weil das hören viele Leute und dann kommen oft auch noch mal Kommentare hinten raus. Die schicken wir dann natürlich auch gerne an die betreffenden Leute weiter Genau. mit eurem Einverständnis. Auf Instagram findet ihr uns einfach unter O Baby Podcast durchgeschrieben und unser sexy O Baby Handy, auf dem wir gerne Sprachnachrichten auch empfangen, aber keine Aufforderung zu sexuellen Dingen machen oder irgendwas anderes. Oder Hört auf, sowas zu Arschbildern. schicken. Arschbildern. Geil fand ich auch letztens die Frage, die aufs Handy kam, was denn hier die Rahmenbedingungen für den Chat sind. Und da muss ich gleich mal sagen, nee, Leute, das Handy ist dafür da, dass ihr Fragen, Kritik, Anregungen schicken könnt. Auch sehr gerne Lob, freuen wir uns auch drüber. Wenn ihr aber nett zu uns sein wollt und Fragen habt oder uns was anvertrauen wollt, dann wäre die Handynummer 0176 344 01664. Verlinken wir euch natürlich alles nochmal in den Shownotes, falls ihr gerade keinen Stift parat hattet. Und an dieser Stelle auch nochmal der kleine Hinweis. Ihr findet inzwischen auch mich auf Instagram unter obaby durchgeschrieben unterstrich Josi. Follow, like, follow, like, follow, like, follow, like. Ja, So, man muss ja das auch war mal jetzt hier hier Werbung in eigener Sache machen, ne? das stimmt, aber das war hier wieder ein Quickie und ich muss hier wieder Schlussstrich, Josi. Wir müssen die Zeitlimit, Zeitlimit. Und Spielverderber. Ich bin voll der Spielverderber, I know, I know. Beziehungsweise Gender hier Spielverderberin. Aber Leute, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise hören uns bald wieder und
Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss! Oh yeah!